Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 417 am Montag, den 22. Januar 2023. Es ist 20.30 Uhr und wir haben 5 Grad Außentemperatur in Rönne auf Bornholm. Heute bin ich dankbar, dass die lieben beiden Besucherinnen gut und heile zu Hause angekommen sind. Das war nämlich gar nicht so einfach. Was heißt nicht so einfach? Aber ne, ich hatte ja gestern schon gesagt, die mussten umbuchen, der Fähre. Und das war dann nicht klar, fährt die auch wirklich heute Morgen ab. Sie fuhr um 7 und die sind dann auch gut angekommen, haben alle Züge bekommen und konnten dann, ja, waren jetzt heute Abend zu Hause. Das ist echt eine lange Anfahrt hierher. Weil, ja, das ist halt so, weil diese Insellage halt so ist, wie sie ist. Und ich bin dankbar für das ganze Wochenende natürlich, weil wir wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen hatten. Es hat uns allen dreien, glaube ich, sehr gut gefallen. So viel kann ich, glaube ich, sagen für alle. Aber mir hat es auch wirklich sehr gut gefallen. Und es war tatsächlich, als ich vom Fährhafen zurückkam heute Morgen um 6:45, war das schon komisch, dass das dann so ruhig war hier und ja, alles wieder weg so und ja, irgendwie seltsam. Naja, jetzt genieße ich die letzten beiden Wochen. Gestern war ja Bergfest und jetzt habe ich noch 2 Wochen hier in dem Ferienhaus und die werde ich jetzt genießen. Die Woche ist auch ordentlich was an Arbeit angesagt für meinen eigenen Kanal. Ich habe aber auch nochmal morgen ein Kundenmeeting, wo es dann wahrscheinlich im Februar losgehen wird. Mal gucken, was wir da morgen beratschlagen. Ja, und das ist jetzt so die nächsten Tage. Liegt das an? Wettertechnisch ist es sehr, sehr windig geworden und es ist zwar jetzt wärmer, aber ja, echt Schnuddelwetter. Naja, mal gucken. Ich hoffe, dass ich es morgen mal schaffe, wieder rauszugehen. Heute habe ich das nicht geschafft, weil ich dann, eigentlich hatte ich angedacht, eine Mittagsstunde zu machen, habe ich dann aber doch nicht gemacht. Und jetzt merke ich echt, dass ich ganz schön kaputt bin. Ich werde jetzt gleich die Glotze anschmeißen tatsächlich, ein bisschen Fernsehen gucken und dann, glaube ich, heute früh ins Bett gehen oder noch ein Stündchen auf dem Sofa schlafen. Mal gucken, was passiert nachher. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Mal sehen. Wahrscheinlich werde ich zeitig zu Bett gehen, nehme ich mal an. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.